Mein Name ist Peter Reichel, ich bin jetzt Neubürger im Hasenbergl und wenn mir vor vielen Jahren jemand gesagt hätte, dass ich einmal hier meinen Lebensabend verbringe, hätte ich gesagt, nein, das glaube ich nie, du spinnst ja. Beruflich bin ich bei der Polizei und auch da hat man vom Hasenbergl natürlich gewisses Schubladendenken gehabt. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, das hat sich wirklich nicht bewahrheitet. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt in diesem Viertel wohnen darf und ich habe absolut gute Erfahrungen gemacht. Wie ist es dazu gekommen? Vor ein paar Jahren war meine Mutter Pflegefall, meine Eltern mussten dann ein Haus in Landshut verkaufen. Und mit dem Geld habe ich dann von meinem Onkel, der in den 60er Jahren hier in der Rheinfahrstraße in der neuen Siedlung sich ein Haus gebaut hat, seines abgekauft, weil seine Tochter verstorben war und er keine Nachfolger hatte. Und das war wirklich ein Glücksfall für uns alle. Zum einen habe ich noch die Freude gehabt, mit meinem Onkel 3 Jahre unter einem Dach leben zu dürfen. Und er war wirklich ein toller Mann mit sehr, sehr vielen Geschichten, auch über das Hasenbergl. Und er war auch sehr witzig und er hat auch sehr viele Reisen unternommen. Trotz seiner fast 95 Jahre war er noch sehr viel unterwegs. Und er hat mir dann immer erzählt, wenn er eine Busreise macht und dieses Gespräch kommt auf die Stadt, von der er kommt und wo er wohnt, dann sagt er immer, ja, er wohnt im berühmtesten Stadtviertel von München. Und die Leute raten dann natürlich immer, was könnte das sein? Ist es die Innenstadt, ist es Haidhausen, was ist es denn die Schwanthaler Höhe? Na, das Hasenbergl. Und tatsächlich, alle kannten das Hasenbergl, wenn auch nicht immer so positiv, wie man es eigentlich wirklich, wie es eigentlich wirklich ist. Ja, und das Datum, das ich hier auf dem T-Shirt habe, das war sozusagen der Wendepunkt in meinem Leben. Da haben wir uns entschieden, dass wir ins Hasenbergl ziehen werden. Und das war auch der Tag, an dem ich den Kaufvertrag beim Notar unterschrieben habe. Und das war, denke ich mal, ja, einfach der Beginn eines neuen Abenteuers, das sich wirklich gelohnt hat. Meine Frau, die am Anfang ja auch sehr skeptisch war und gesagt, ins Hasenbergl ziehe ich nie, ich bin in Obermenzing aufgewachsen, das geht gar nicht, hat sich vollkommen umorientiert und ist jetzt genauso meiner Meinung. Ein ganz tolles Viertel mit wirklich netten Leuten und mit einer super Infrastruktur, die man vielleicht in Schwabing gar nicht so finden wird wie hier. Und natürlich auch mit einer wahnsinnigen Nähe zur Natur. Sehr viel Grünflächen, sehr schnell im Grünen, in Oberschleißheim im Schloss oder im ländlichen Bereich, in Feldmaching oder wo auch immer. Und sehr schnell, da wo das Leben pulsiert, in 20 Minuten mit der U-Bahn in der Stadt München. Ja, man darf eigentlich gar nicht so viel Werbung machen, weil sonst wird das Hasenbergl auch irgendwann mal so ein ganz hippes Viertel. Und das wollen wir wahrscheinlich alle nicht, sondern wir werden das gern so behalten, wie es jetzt ist.